Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich tot? Jetzt bin ich schon wieder alleine. Was ist das für ein Ort? Vielleicht solltest du dir die Hütte am Wasserrad einmal näher ansehen. Alter, da war das Vieh, was ich meinte, was die Barriere durchbrochen hat von der Königin. Lol. Ja, und er hat ein Orb. Na super, toll. Es ist so friedlich, es sieht so schön aus. Das ist bestimmt das Paradies. Und da oben ist der Kaioshin. Okay. Ich gehe jetzt erstmal rein, bevor ich den Fischmenschen da oben anspreche. Gibt es hier irgendwas? Kein Buch zum Lesen? Nö. Jo, gut. Dann hinauf mit mir. Jetzt sieht... Was ist denn hier passiert? Wieso? Warum siehst du jetzt so anders aus als gerade eben? Jetzt bist du eine hübsche Frau, oder wie? Hm? So, so. Du bist es. Mach, kein solches Gesicht. Du bist nicht im Himmel. Aber gewiss auch nicht in der Hölle. Im Fegefeuer? Steh nicht herum. Schnapp dir eine Angel, da drüben ist einer. Okay. Jo. And what, might I ask, are you staring at? Is there something stuck to my face? Was ist hier los? Bin ich verrückt geworden? Ich sag einfach mal kacken 30 Jahre. Alright, alright. It is rather an imposing appearance, I agree. Why don't we try another? No. Still no good. Well, if at first you don't succeed. Not settling on a particular form, hmm? That rather makes me think you might not know who I am. In your world, I am known as the Seer. I take on different appearances for different people, you see. By which I mean to say that I look different depending on who is doing the looking. But enough about me. How's the fishing? Caught anything? No, I didn't think so. But enough about me. How's the fishing? Caught anything? You're a terrible liar, you know. You're not ready yet, you see. When the time comes, you will know it. When the fish finally takes the bait, you must be ready to reel it in. But until then, you have no choice but to wait patiently. You know, I have the strangest feeling I've met one of your companions. Eric, was it? Well, no matter. We are not here to discuss him. Come, let us go inside. We can save the fishing for another day. Alter, ich bin wirklich verrückt. Was ist das für ein Ort? Es ist nicht der Himmel.
Es ist auch nicht die Hölle. Ich denke mal, das Fegefeuer auch nicht. Vielleicht doch das Paradies? Also eine weitere Ebene zwischen den Himmel? Okay, er, sie, es, was auch immer es darstellen soll, hat was über Eric erzählt. Und Eric, er, sie, es, was auch immer, scheint wohl Eric kennen zu mögen. Okay. Aber das mit Bella war schon lustig. Take a seat. Make yourself at home. Now, the fact that you're here makes me wonder if you might have taken a bit of a wrong turn somewhere. Hold still for just a moment. So that's it. Worried we've lost the power of the luminary, are we? Well, I'm afraid there's not much I can do about that. But there is one thing I can say. You may think that your power has been taken from you by the Lord of Shadows. But power cannot be taken, no more than it can be touched or tasted. Especially not the power of the luminary. Still no idea what I'm talking about, huh? Well, no matter. I think that's enough for now. Let me leave you with this thought. When the time comes, you will know. You will feel the tug on the line, and you will know. As in fishing, so in life. Oh, that's right. You're drowning, aren't you? That won't do at all. Well, don't fret. A certain sacred tree tells me it's not your time just yet. Right. We'd better get you woken up, hadn't we? You are the luminary, after all. You have rather an important task to be getting on with. Go. Save the world. Ja! Ach, nebenbei, du ertrinkst gerade mal. Also war ich wirklich in irgendeiner speziellen Ebene? Darling, you're alive! Oh, thank goodness! When you took that tumble into the sea back there, we all thought you were done for, laddie. Oh, it was terrible. We tried to fish you out, but you slipped beneath the waves before we could get to you. But then, well, it was nothing short of a miracle. There was a bright light, and suddenly, there you were, floating up from the seabed. Somehow we managed to pull you out of the water, give that big, slimy so-and-so the slip, and get here to safety. I still don't know quite how we did it. What's the matter, honey? You look like you've seen a ghost. You're kidding. You were fishing, and you met a person called the Seer, and they turned into a dog? Oh, come on, silly Billy. You were just dreaming, that's all. You were out for a long time. You have been through quite an ordeal. You need rest. As do we all. Come. Mm-hmm. Whoop!
put courage in your heart and lightning in your hand. There'll be time enough for staring out to sea tomorrow, laddie. Come on, let's get you to bed. Wow, es ist echt krass, was die Story hier bietet. Also, nicht schlecht. Die Gruppe quartiert sich in der Hütte am Strand ein und gönnt sich eine dringend benötigte Ruhepause. Ja, ich hoffe mal, Rinaldo hatte jetzt doch kein Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Das ist schon schrecklich, wenn man aufwacht und ihn als erstes zu sehen. Also war das wohl doch so eine Art Zwischenwelt, also... Man sagt ja so gerne, ne, wenn man den Tod nahe ist, ist man irgendwo woanders. Und dann entweder geht man halt ganz rüber in dieser Welt oder man kommt wieder zurück in den realen Leben. Okay. Interessant. Ja, jetzt sind wir hier in Kriegjavelk. Da, wo ich hin wollte. Und hier haben wir auch eine Mission zu erledigen. Und hier soll ja auch noch was stattfinden. Okay. Ja, königliche Kämpfe. Ja, bei den Ruinen Eschenburg könnte vielleicht das Grab sein. Also, ich bin echt begeistert. Ich frage mich jetzt tatsächlich... Ich werde es wahrscheinlich nochmal bis zu der Stelle, das Stückchen nochmal spielen. Ich frage mich, ob man eine Veränderung sieht, wenn man da halt mit Nein und anders beantwortet. Mal gucken. Wenn das so ist, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal in LP dann reinschneiden. Also in den Part. Dann werdet ihr das wahrscheinlich zweimal sehen. Falls es einen kleinen Unterschied gibt. Muss ich erstmal gucken. Ich werde es dann mal nachträglich dann reinschneiden, weil ich jetzt hier nicht gespeichert habe. Weil ich sowas ja nie ahnen kann, dass tatsächlich sowas eventuell Entscheidendes kommen kann. Muss aber nicht. Uiuiui, ein Trollboss da hinten. Ja, den Meister habe ich auch noch in Galoppolis nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob man das noch machen kann. Wesentlich. So, ist sie vielleicht Eric? Willkommen in königlichen Campen. Ich nehme an, ihr seid hier, weil ihr die Gerüchte gehört habt. Nun, seid ihr am richtigen Ort. Jeder, der hier übernachtet, hat genau den gleichen Traum. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, müsst ihr allerdings übernachten. Ah ja, stimmt. Das war dieser seltsame Traum, den jeder hat. Hast du irgendwas Neues? Waren an. Weltreisenden. Oh. Giftnadel. Ein Drachendolch. Okay. Krallen. Gelehrtenkappe. Wann bekommen wir denn mal was für unseren Kriegerhelm? Für Bodo mal eine Verkleidung. So, ich bin mal gespannt, was das für ein Traum ist. Wenn wir Eric vielleicht finden. Hier. Oh, Hallöchen, wer bist du denn? Hallo. Hier ist nix. Ist vielleicht oben irgendwas? Niemanden? Vielleicht jemand, der im Bett liegt? Boah, die Kamera dreht sich ja auch echt langsam.
Ist auch nicht. Was denn? Ich habe nichts getan. Ich musste mich nur ablenken lassen. Einleitung. Aber habe ich bereits schon. Na gut. Es ist nichts Neues aufgetaucht. Gut, dann gehe ich mal übernachten. Dann schauen wir mal, was passiert. 40 Goldmünzen. Pff, teuer. You must free this restless knight from his prison of despair. So we all had the same dream, eh? Just like people have been saying. The poor knight bemoaning his fate, asking to go back. Oh, it was tragic. He looked so desperate. I wish there was something we could do to help, but we don't know who he is, or even where he is. Maybe not. But that was Dracilian armor he was wearing. There's no doubt about that. What do you say, laddie? Shall we go and see what's become of Dundrasil now that this blasted darkness has engulfed the world? Eschenburg. Hallöchen, Lady. Aber du kommst ein bisschen spät, denn ich wollte gerade aufhören. Das ist gerade die Zeit. Weil ich kann hier abspeichern. Dann machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Oder? Irgendwo ist er doch. Bestimmt oben. Irgendwo kann ich hier abspeichern, oder? Warte mal. Wo ist der? Ist der oben? Wo ist der Priester? Hinter der Tür? Ernsthaft, wo ist der denn? Alter, bin ich jetzt doof? Jetzt suche ich 30 Minuten lang den Priester, oder was? Der muss doch irgendwo hier sein. Hä? Oder ist er hier drin? Kommt der überhaupt rein? Hier. Nö. Ja, wieso kann ich denn... Sehr merkwürdig. Na egal, dann gehe ich woanders. Abspeichern, wenn es nicht anders geht hier. Meine Güte. Wo gehen wir denn am besten hin? Gehen wir hier hin. Muss mir jetzt nur überlegen, wo ich jetzt hingehe. So, ein automatischer Speicher. Okay.
Nein, guck das Lagerfeuer jetzt nicht an. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch hier in Drankfest wieder. Ja, das war's auf jeden Fall für diese Woche mit Drankfest 11, Streiter des Schicksals. Mal schauen, wie es weitergeht. In Eschenburg finden wir vielleicht den Ritter. Mal schauen, ob wir ihn befreien können. Ich hoffe mal, der ist gutmütig. Aber man weiß ja nie heutzutage. Oh, so. Bis dann.